Am nächsten Morgen. Wie jeden Morgen frühstückte Nils nach dem Aufstehen mit Blanas und machte sich dann gemeinsam mit Valentina auf den Weg zur Schule. Nach dem Unterricht. Endlich ist die Schule aus. Los, auf zum Dorfplatz, Nils. Damit wir gleich mit unserer Arbeit als Juniorforscher beginnen können. Ihr seht so aus, als hättet ihr mächtig Spaß. Nicht, dass mich das irgendwie interessieren würde. Macht, was ihr wollt. Es ist immer so heiß in letzter Zeit. Ich kann mich überhaupt nicht auf den Unterricht konzentrieren. Lass uns zum Dorfplatz gehen, Nils. Wird Zeit, dass wir richtig durchstarten als Juniorforscher. Bis morgen, Nils und Valentina. Passt auf den Nachhauseweg schön auf. Ach ja, übrigens, eure Schals. Die finde ich richtig schick. Huch! Hast du dir auch nicht wehgetan, Ampharos? Ich bin okay. Nanu? Die Stimme kenne ich doch. Ihr seid die Kinder vom Dorf. Ja. Wir wollen heute mit unserer Arbeit als Juniorforscher beginnen. Oh, wirklich? Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Oh, wartet bitte mal eben. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, was man mit der Konnexosphäre macht, oder? Ach, ich Dummerchen. Da habe ich doch glatt vergessen, euch das Wichtigste zu erklären. Aber besser spät als nie. Wie? Dann will ich euch mal erzählen, wie ihr eure Konnexosphäre benutzen könnt. Holt jetzt erstmal eure Forscher-Gadgets hervor. Nils und Valentina haben ihre Forscher-Gadgets hervorgeholt. Wie ihr seht, befindet sich darin die Konnexosphäre. Wähle auf dem Touchscreen das Symbol der Konnexosphäre aus. Ja, genau so. Jetzt wollen wir mal einen Blick hineinwerfen. Oh, da ist ja ein Pokémon zu sehen. Und es scheint ein Anliegen zu haben. Das ist Felinara. Sehen wir uns doch mal genauer an, was ihr auf dem Herzen liegt. Drücke A, um dir das Anliegen des Pokémon anzusehen. Ah, jetzt kann man das Anliegen von Felinara sehen. Offenbar findet sie nicht mehr aus dem Dungeon heraus. Auf diese Weise könnt ihr die Konnexosphäre dazu nutzen, euch die Sorgen, Nöte und Anliegen anderer Pokémon anzeigen zu lassen. Wow! Also, was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr euch um diesen Fall kümmern? Was für eine Frage, natürlich! Ich will Felinara unbedingt helfen! Gut, dann übernehmt einfach diesen Forschungsauftrag. Auftrag annehmen? Ja. Gut gemacht, meine Lieben. So könnt ihr dann Aufträge für eure Forschungsarbeit annehmen. Könnte ich euch nochmals bitten, eure Gadgets für mich zu öffnen? Könnt ihr das Symbol für die Forschungsaufträge sehen? Wähle auf dem Touchscreen das Symbol der Forschungsaufträge aus. Gut gemacht. Dann wollen wir uns das mal genauer anschauen. Hier werden die Aufträge angezeigt, die ihr zuvor angenommen habt. Das erweist sich vor allem dann als sehr praktisch, wenn euch vor lauter Aufträgen mal der Überblick fehlt.
Vom Dorftor aus könnt ihr euch nun zum gruseligen Wald begeben. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Forschungsarbeit. Vielen Dank, Ampharos. Super, dann packen wir es gleich an. Los, Nils, auf geht's! Nils und Valentina können nun ihre Forscher-Gadgets verwenden. Neben der Konnexosphäre kann auch auf die Auftragsliste und Karte zugegriffen werden. Ständig verlaufe ich mich. Ich war gut unterwegs und dann, schwupps, habe ich mich gefragt, wo bin ich hier? Naja, ist ja nichts Neues. Jedenfalls, vielen lieben Dank. Oh, ihr habt Felinara also aus der Klemme geholfen. Echt saubere Arbeit, ihr zwei. Ach, übrigens, in dem Augenblick, als ihr Felinara gerettet habt, ist euch doch sicherlich irgendetwas Seltsames an der Konnexosphäre aufgefallen, stimmt's? Jetzt wollt ihr doch bestimmt wissen, was es damit auf sich hat. Also, dann spitzt mal schön die Lauscher. Ich will euch mal zeigen, was sich genau ereignet hat, als ihr Felinara gerettet habt. Team Synchro und Felinara sind jetzt miteinander verbunden. Und ihr seid verbunden! Das schindet mächtig Eindruck, wie? Das ist der Nachweis dafür, dass ihr nun mit Felinara verbunden seid. Und durch diese Vernetzung mit Felinara... Die Karte der Konnexosphäre wurde erweitert. Könnt ihr nun auch ihre Kontakte sehen? Und nun, wo ihr auch die Anliegen dieser Pokémon sehen könnt, werden sich eure Kontakte rasend schnell ausweiten und vernetzen. Die Konnexosphäre verrät einem also nicht nur, was den Pokémon auf dem Herzen liegt, sondern sie veranschaulicht auch die Bande, die zwischen ihnen bestehen. Beeindruckend. Wenn ihr einem Anliegen auf den Grund geht und so anderen Pokémon helft, wird die Vernetzung der anderen Pokémon untereinander und mit euch immer stärker. Verstehe. Und die Anliegen dieser neuen Kontakte werden uns dann auch angezeigt. Du hast es erfasst. Den Rest bekommt ihr zwei wohl ohne meine Hilfe hin, habe ich recht? Dann viel Erfolg bei eurer Forschungsarbeit. Ja, vielen Dank, Ampharos. Nils, ich glaube, so langsam haben wir den Dreh raus, oder? Dann lass uns als Juniorforscher unser Bestes geben. Am nächsten Morgen. Nils und Valentina gingen wie üblich zur Schule. Nach dem Unterricht. Okay, bis dann. Bis morgen. Geben wir auch heute wieder unser Bestes, Nils. Ein dreifaches Hoch. Zack, boom, zack, boom, zack, boom. Hey, meine Kleinen, kommt nur näher. Spitzt mal eure Lauscher.
Dank der unermüdlichen Sprechchöre, heißblütige Rasse Deros, Fans aller Welt, darf ich euch hier voller Stolz die Eröffnung vom Attacken-Zack-Boom verkünden. Ein zweifaches Hoch, Zack-Boom, Zack-Boom. Schaut einfach mit vorbei, wenn ihr euch eine Attacke wieder ins Gedächtnis rufen wollt. Ein dreifaches Hoch, Zack-Boom, Zack-Boom, Zack-Boom. Wie es aussieht, hat der neue Laden eröffnet. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Nils. Bist du schon auf? Kann ich kurz mit dir sprechen? Ich komme mal eben rein zu dir. Die Sache ist die, ich müsste dich mal wieder für ein Weilchen alleine lassen. Tut mir leid, aber ich habe was Dringendes zu erledigen. Da komme ich nicht drum herum. Könntest du währenddessen wieder aufs Haus aufpassen? Ist doch nur für einen Tag. Du hast dich doch schon recht gut hier eingelebt. Meinst du kommst zurecht? Wirklich? Da bin ich ja beruhigt. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Danke, dass du das übernimmst. Und wenn irgendwas sein sollte, dann geh zu Caripas nebenan. Ich sag ihm noch Bescheid. Ach ja, und vergiss nicht auf der Hut zu sein, falls diese Megalon wieder auftauchen. Also dann. Hinweis: Warst du schon auf der Pilipperinsel? Von dort aus kannst du die Rettungsmission für in Dungeons K.O. gegangene Pokémon starten. Die Pilipperinsel erreichst du über das Startmenü. Schau dort vorbei, wenn du in einem Dungeon kampfunfähig geworden bist. Nils, guten Morgen! Morgen, Nils! Los, Schlafmütze, auf zur Schule! Bist du heute etwa ganz allein zu Hause? Verstehe. Deswegen war Blanas also heute Morgen bei uns, um mit Opa zu sprechen. Also, wenn das so ist, musst du heute Abend unbedingt zu mir nach Hause kommen. Opa ist zwar ein starrsinniger Kerl, aber sein Essen ist ein Gedicht. Also, abgemacht? Klasse, ich freue mich! Nach dem Unterricht. Tschüss, Nils. Tschüss, Valentina. Bis dann. Bis morgen. Los, Nils. Jetzt ist wieder das Junior-Forscherteam gefragt. Habt noch einen schönen Nachmittag, Nils und Valentina. Seid schön vorsichtig auf eurem Nachhauseweg. Mann, ist das lecker! In der Küche macht dir echt keiner was vor, Opa. Daumen hoch! Boah, ist das gut! Zitze, wo sind denn deine Manieren? Mit vollem Mund spricht man nicht! Allerdings muss ich deinem Lob bei aller Bescheidenheit natürlich beipflichten. Ich hoffe, dass dir das Essen auch schmeckt, Nils. Gut, dann lang nur tüchtig zu. Es ist genug für alle da. So begab es sich, dass Nils nach einem üppigen Abendessen im Haus von Caripas übernachtete. Am nächsten Morgen gingen Nils und Valentina wie üblich zur Schule. Nach dem Unterricht. Endlich! Ich dachte schon, es sind heute gar kein Ende mehr. In letzter Zeit fühle ich mich echt schlapp. Und dazu noch diese Hitze. Ja! Bei der Hitze kann ich mich einfach nicht kondensieren. Kondensieren? Ich glaube, du hast konzentrieren gemeint, statt kondensieren. Oder, Valentina? Du bist und bleibst eine Nervensäge. Halt bloß immer einen Meter Abstand, kapiert? Man sieht sich.
Diese Hitze macht mir echt zu schaffen. Aber es hilft ja alles nichts. Und bald sind ja zum Glück auch Sommerferien. Wollen wir uns auf den Heimweg machen? Okay, bis morgen dann. Ciao, bis morgen. Dann wollen wir auch mal, oder? Auf unser Junior-Forscherteam wartet Arbeit. Lass uns gleich mal die Konnexosphäre überprüfen. Suchen wir uns einen neuen Auftrag. Die Junior-Forscher sind immer im Einsatz. Dass er mir im Dorf ja nichts anstellt. Man hofft, wir verstehen uns. Meine einer sagte, man hofft, wir verstehen uns. Bitte vergib mir, ich werde auch nicht mehr herumwühlen. Und ich stelle mich von nun an auch auf deine Seite. Danke, dass du Portolano in seinen Schranken verwiesen hast. Ihm fällt das leicht zu tun. Mach's gut, Nils, wir sehen uns. Ah, da ist ja Blanas. Da bin ich wieder. Tut mir leid, dass ich dich alleine lassen musste, Kleiner. Auch wenn das keine Entschädigung ist. Aber ich habe extra ein paar Leckereien mitgebracht. Die können wir ja heute Abend essen. Was meinst du? Ah, da fällt mir ein. Wie? Der alte Karipas von nebenan hat dich gestern Abend gut verköstigt? Nun würdest du dich gerne revanchieren und ihn und Valentina heute einladen? Sicher, warum nicht? Dann essen wir heute eben alle zusammen zu Abend. Und so kamen Karippas und Valentina an jenem Abend zu Besuch und erfreuten sich an einem gemeinsamen Abendessen mit Blanas und Nils.